Wir erleben, wie Juliette, die zuerst auch konventionell ist, so wie eine Olympiapuppe in einer aristokratischen Gesellschaft, dass die immer mehr sich verändert. Das Stück beschreibt die Veränderung von Juliette, die zusammen mit Romeo etwas sehr Eigenes bekommt, ganz große Linien, ganz große Duette. Na, die Julia ist deswegen so interessant, weil sie einen Weg geht. Sie beginnt als ganz, ganz junges Mädchen und ist total verträumt, vielleicht auch ein Stück naiv und wünscht sich eben, die Liebe kennenzulernen. Und dann lernt sie sie kennen und hat aber ganz schnell eben mit der Realität zu tun. Der Regisseur ist Italiener und hat sehr viel Erfahrung durch sein Leben in Italien mit Clans, auch zum Beispiel mit mafiotischen Verhältnissen. Und wir haben uns wirklich nicht in einem Bezug auf gestern, sondern wirklich ein heutiges Verhältnis. Bei Shakespeare begegnen sich zwei Familien. Die sind gleichgestellt, auch finanziell, sage ich mal, oder in ihrer Machtfülle. Bei uns zum Beispiel ist es, dass Julia kommt sozusagen aus gutem Hause und der Romeo kommt eben, sage ich mal, eine Schicht drunter. Also der ist so wie ein Underdog, kommt er da rein in diese Familie.